bei uns zu Hause war es nicht ganz so schlimm, wie das in so jetzt, wo das Risikogebiete jetzt sind, aber es war trotzdem schlimm. Ich war gerade auf dem Weg von Iserlohn nach Wuppertal und war auf der Autobahn und habe schon gemerkt, dass die A45 zu war und auf der A46 stand das Wasser schon ziemlich hoch. Hinter dem Haus, wo wir wohnen, ist eine Schrebergartensiedlung. Hat man gesehen, wie der Teich immer voller wird oder wie die Wassermassen so die Straße runtergerauscht sind. Ich denke schon, weil es ist ja, also natürlich regnen tut es ja sehr oft, aber ich denke schon, dass es viel damit zu tun hat, weil allein der Meeresspiegel steigt und es wird immer wärmer und ich denke auch, dass es sehr viel damit zusammenhängt, ja. Na, ich denke, die Veränderungen, die wir Menschen vorgenommen haben im Laufe des letzten Jahrhunderts, haben dazu beigetragen, die Erde so zu verändern, dass also solche Katastrophen häufiger werden. Nicht, dass sie neu wären, aber dass sie häufiger werden und in einem Ausmaße stattfinden, was bisher kaum der Fall war. Es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie sagen, so ja, das hängt gar nicht mit dem Klimawandel zusammen. Unwetter gab es ja davor auch, aber ich finde, das kann man gar nicht vergleichen, wie extrem das sich mittlerweile und wie häufig das auch passiert im Vergleich zu früher. Also merkt man, dass das auch was einen Zusammenhang hat miteinander. Ich sage mir immer, die Menschheit, die sitzt auf einem Ast, den sie sich selbst absägt. Genau, es ist gefährlich, aber die Menschheit ist so, heutzutage zählt nur noch das Kapital. Ich bin voll der Doku-Fan und ich sehe meistens so auf YouTube halt Dokus über Hochwasser und Städte, die halt neben dem Meer sind und das alles. Und die meisten Wissenschaftler oder sonstiges sagen, das liegt halt an das Wetter und Umwelt. Deswegen denke ich schon, dass dieses Hochwasser, was jetzt im Wuppertal ist, dass es am Wetter liegt. Da wird seit fast 20 Jahren drüber geredet und wie ich glaube sogar schon länger. Aber richtig getan ist worden, ist noch nie was Richtiges. Und ob wir jetzt innerhalb von kurzer Zeit die Welt retten können, das ist eine Frage. Aber ob die Menschen einsichtiger werden nach dieser Katastrophe, sollte man eigentlich meinen. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Das ist das Schlimme. Also es ist natürlich so eine große Gefahr, auch wenn die Pole schmilzen und so, jetzt mit dem Klimawandel genau im Zusammenhang, auch für viele Tiere, die dann aussterben. Also klar habe ich Angst um die Zukunft, ich weiß nicht, ob das uns hier im Landesinneren jetzt so betrifft generell, aber allgemein natürlich ist es ein großes Problem. Angst nicht. Was jetzt meine Generation betrifft, aber wenn ich jetzt auf meine Kinder sehe, wenn man da nicht nachdenkt, dann wird das nicht besser. Ich persönlich habe aber keine Angst. Angst nicht. Respekt ja, aber keine Angst. Ja, also ich persönlich habe am meisten Respekt oder Angst vor der Hitze. Ne? Also man hat das ja so ein bisschen mitbekommen mit Kanada. Das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, aber da waren teilweise über 50 Grad, da gab es Hitzetote. Ich selber bin jetzt auch, also ich vertrage Hitze selber überhaupt nicht gut irgendwie, alles über 25 Grad. Ist mir eigentlich persönlich schon zu viel. Schon vor über 30 Jahren gab es im Fernsehen einen Wissenschaftler namens Mojib Latif vom Kieler Klimaforschungsinstitut. Der hat schon damals genau vor diesen Wetterextremen gewarnt, vor über 30 Jahren. Und auch eine Politik sich gewendet, um zu sagen, Leute, ihr müsst was tun. Und die gesamte Gesellschaft natürlich. Ne? Nichts ist passiert. Jetzt schreien alle, Hilfe. Wie kann das passieren? Ich habe da Angst davor. Ich freue mich da auch nicht drauf. Und wenn ich mir dann sowas wie hier angucke, wo sie die ganzen älteren Bäume alle weggemacht haben, die schon effektiv Schatten gespendet haben und schwarzes Straßenpflaster machen, irgendwie was total heiß wird, denke ich mir auch nur, hat da einer mitgedacht?
meine, Änderung ist ja die einzige Konstante, die halt wirklich Verbesserungen und so weiter ermöglicht im Leben. Und je nachdem, wie halt die Welt ist, sollte man die Politik anpassen. So, und speziell Klimapolitik so oder so, Sozialpolitik auch, Katastrophenschutz so oder so. Ich meine, ich finde es persönlich frech, wenn man als Staat, speziell Deutschland, halt so einen schlechten Katastrophenschutz hat. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Politik sich, also natürlich, sie werben damit, dass sie sagen, ja, wir machen viel für den Klimawandel und wir versuchen das alles voranzutreiben und die Klimaziele einzuhalten und alles Mögliche. Das Problem ist halt nur, dass ich das Gefühl habe, dass das so eher in den Hintergrund gerückt ist. Natürlich jetzt mit Corona versteht man, dass da erstmal anderweitig die Prioritäten liegen. Aber trotzdem ist es halt extrem wichtig, dass da was gemacht wird. Ich habe natürlich auch das Video gesehen so von Rezo und so, der halt dagegen argumentiert hat, gegen die momentane Politik und wie die halt mit dem Klimawandel umgehen und alles Mögliche. Das hat mir natürlich nicht gut gefallen. Aber an für sich würde ich wahrscheinlich gucken, dass ich in Zukunft, wenn ich wählen darf, dass ich dann jemanden wähle, der halt wirklich diese Klimaziele aktiv vertritt. Passiert ja nichts, ne? Und ich denke auch mal, man muss sich auch mal überlegen, ob man alles so zubaut wie bisher, ne? Denn das Wasser hat ja auch keine Möglichkeit mehr so abzusickern. Früher waren hier an der Wupper alles so grüne Auen, also kenne ich nicht mehr, aber so von meinem Vater. Und dann ist das weggesackt und jetzt ist das ja alles immer jedes Fleckchen asphaltiert. Darum denke ich, dass man da schon was tun muss. Und bald, bald. Nicht nur immer labern, auch was tun. Naja, in der Politik wird ja schon etwas gemacht, dass immer dieses CO2 immer reduziert wird. Aber vielleicht kann man nicht mehr machen. Es gibt jetzt auch teilweise, wo kaum jemand hingeguckt hat, zum Beispiel Leute, die haben kein Essen und kein Trinken, weil deren Haus komplett unter Wasser steht und die bekommen einfach nicht genug Hilfe dabei. Deswegen finde ich schon, dass man da ein bisschen noch mehr hingucken müsste.